wichtigste Figur in der Welt des Beats ist der Manager des Cavern Clubs, Bob Wooler. Er kennt alle Gruppen in der Stadt, die guten lässt er hier auftreten. Die Beatles allein haben über 200 Mal in der Cavern gespielt. Wooler, ein vernünftiger Manager, erhält nichts von einträglichen Shows auf Kosten der jungen Leute. Ich habe nie einer Gruppe geraten, hauptberuflich zu spielen, sagt er. Die meisten schaffen das nicht und dann kommen sie herunter in ihre Moral und in ihrem Aussehen. Aber wenn sie tagsüber arbeiten und abends Musik machen, gibt ihnen dieser Kontrast ständig neuen Auftrieb. Die Hoffnung, auf der Liste der besten 20 zu erscheinen, treibt immer neue Talente in Bob Wohlers Büro. Wem es gelingt, in der Cavern aufzutreten, der hat eine reelle Chance, mit seiner Musik in Liverpool und Umgebung Geld zu verdienen. Der Cavern Club liegt in der Matthew Street, eine finstere Straße, alte Lagerhäuser, vom Regen ausgewaschene Fassaden. Die Ascots haben es geschafft. Sie sind heute in Liverpool beliebter als die Beatles. Dieser Keller wurde einmal von Sklavenhändlern gebaut. Die massiven Gewölbe, damit das Geschrei der Eingeschlossenen nicht auf die Straße dringen konnte, dienen auch heute noch dem beabsichtigten Zweck. Hier können sich die Beat Boys austoben. Was treibt die jungen Leute in die Keller? Colin Fletcher, früher selbst Beat Boy, heute Soziologiestudent, hat folgende Erklärung. Sie brauchen eine Höhle unter dem Erdboden. Das ist ein Platz, zu dem man gehen und sich verstecken kann, sich zurückziehen und trotzdem gesehen werden. Man kann sich im Schatten entspannen und beobachten. Dazu kommt diese aufregende Kelleratmosphäre und der große Lärm. Das gibt einem das Gefühl, komplett zu sein unter den anderen. Man geht da hinunter und vergisst vollständig, dass es eine Straße gibt. Es ist so, als ob man hinweggehoben und in diese Höhle abgesetzt wird. Man vergisst die Stufen. Dieser Big Noise, der große Lärm, macht erst die Beatmusik. Je besser, desto besser. Mit Aufbietung aller physischen Kräfte hämmern sie ihren Rhythmus den willigen Zuhörern ein. Pausenlos wechseln die Bands im Keller. Die Ascots fahren ab, die Deans beginnen zu spielen. Musiker im Keller können es von ihren Zuhörern nicht leben. Sie leben aber durch ihre Zuhörer. Ihr Publikum sind die Fans zwischen 13 und 18. Sie zahlen 2 Schilling Eintritt. Diese Mädchen versäumen keinen Auftritt ihrer Idole. Sie fühlen sich von ihnen verstanden und angesprochen. Sie bestätigen sich gegenseitig. Es sind Lehrlinge, Verkäuferinnen, Büromädchen oder auch Schülerinnen. Das Bedürfnis, dem Unverständnis der Erwachsenen draußen zu entfliehen, treibt sie scharenweise in die Keller. Tina Lee, 16 Jahre alt, hier selbstsicher in der ersten Reihe, ist tagsüber Blumenverkäuferin bei Fishlock in der Elliott Street. Ich finde den Beat fabelhaft, meint Tina. Natürlich haben wir es gern, wenn Gruppen gut aussehen. Aber das Wichtigste ist doch der Beat-Sound, der Beat-Ton. Mädchen, die allein tanzen, hätte man vor 2 Jahren noch für verrückt gehalten. Sie selbst halten sich für völlig normal.
spielt das erotische Moment bei diesen Tänzen keine Rolle mehr. Geantwortet, heute im Beat ist der Sex genauso vorhanden, aber sehr auf die eigene Person beschränkt. Er ist Bewegung und der Bewegung willen. Es ist jetzt viel einfacher, Beatmusik zu verstehen und zu tanzen als die anderen Tänze, die man lernen musste. Jetzt braucht man niemanden, keinen Partner. Man ist zufrieden mit sich selbst. Selbst die 12-Jährigen sind schon der Beatmusik verfallen. Dass die Realms in der Cavern auftreten dürfen, verdanken sie nicht unbedingt ihrem Können, sondern ihrem Alter. Sie sind die jüngste Beatgruppe Liverpools. Für sie scheint das alles noch Gymnastik und Vorübung zu sein. Sie imitieren Beat mit Hilfe einer Schallplatte. Aber die effektvollen Gesten beherrschen sie schon gut. Samstagmorgen an der Ausfallstraße. Diese Anhalter gehören zum gewohnten Bild. Sie wollen ihre Idole zum Erfolg begleiten. Immer wieder versuchen einige Gruppen auf dieser Straße, die schnurgerade und breit Liverpool und London verbindet, ihr Glück zu finden. Aber immer wieder kommen sie zurück, ohne Erfolg. Über 100 Gruppen haben in den letzten Jahren die Stadt verlassen. Doch nur wenige haben es über Liverpool hinaus zu einem Namen gebracht. Der Trend gegen das Fortgehen, gegen den Größenwahn, ist stärker geworden. Manager und Eltern unterstützen den Trend. Macht Musik in Liverpool, sucht etwas Neues, der Beat kann ja nicht ewig leben. Man spürt, dass die Chance der Beatles nicht wiederholbar ist. Sie sind auf den Wogen des neuen Sounds, des neuen Tons hochgeschwemmt worden. Aber es nutzt sich ab. In Liverpool gelten die Beatles nicht mehr viel. Sie rangieren an letzter Stelle der Hitliste in Bob Boulers Agentur. Die Beatles haben die Sache verraten. Sie haben sich domestizieren lassen, spielen bei Hof und zum Gaudi der Bürger geworden. Sie treten auf wie dressierte Hündchen, so spottet man am Merseyfluss. In ihrer Musik ist nichts mehr spürbar vom Protest, von der Rebellion gegen die Erwachsenen. Zeit der Beatle-Konjunktur macht nur den Kindern in den Slums noch Freude. Dennoch, für die Nachfolger der Beatles ist es unmöglich, deren Einfluss zu vermeiden. Überall, hier in Liverpool am meisten. Was wird folgen? Man experimentiert in Liverpool. Die einen geben einer neuen Version des Blues große Chancen,
Die anderen zählen auf eine zeitgemäße Wiedergeburt des walisischen und irischen Volksliedes. Denn immerhin, auch der Beat war nur möglich, weil er an eine Musiktradition anknüpfen konnte. Und wenn nach dem Beat nichts mehr kommt, was dann? Wie dann aus den Bands wieder Gangs, aus den Boys wieder Kriminelle? Sie werden sich etwas Neues einfallen lassen müssen. Die Rolling Stones, die Mercy Beats, die Kings, die Mojos, die Animals, die Deans, die Scribes, die Notions, die Clayton Squares und die vielen anderen.